Gary Anderson hat es wieder geschafft. Zum fünften Mal in Serie steht der Flying Scotsman im Viertelfinale der PDC Darts WM, täglich live im TV auf Sport 1. Doch anders als in den vergangenen Jahren war der Weg bis dahin in diesem Jahr deutlich schwerer. Nach einem ungefährdeten Auftaktsieg gegen den Engländer Kevin Burness stand der zweimalige Weltmeister gegen Jermaine Wattimena bereits in der dritten Runde am Rande einer Niederlage, musste sogar einen Matchstart abwehren. Im vielleicht besten Spiel der bisherigen Weltmeisterschaft lag der 48-Jährige dann im Achtelfinale gegen seinen eigenen Zögling Chris Dobey bereits mit 0:2 in den Sätzen zurück, ehe er das Match noch zu seinen Gunsten drehen und schließlich mit 4:3 gewinnen konnte. Angesichts seiner seit Jahren bestehenden körperlichen Beschwerden wirkt dieses sensationelle Comeback umso erstaunlicher. Anzeige, jetzt das Dataset sichern. Hier geht es zum Sport 1 Stats Shop. Rückenprobleme erschweren das Spiel seit Jahren. Bereits in den vergangenen Jahren klagte der Schotte über starke Rückenschmerzen. Ich spüre mein Alter, hatte er beispielsweise 2016 bei der Übergabe der WM-Trophäe gesagt. Nach 17 anstrengenden Turniertagen besaß er damals nicht einmal mehr die Kraft, die rund 20 Kilogramm schwere Sid-Wattel-Trophy in die Höhe zu recken. An den Schmerzen, die ihn laut eigener Aussage beim Wurf deutlich behindern, hat sich bis heute nichts verändert. Es ist schwer, wenn ich keine richtigen Pfeile werfen kann. Ich bin da oben und spiele mit einem verdrehten Körper, erklärte er nach seinem Erfolg im Achtelfinale. Schmerzen, als würde ich ein Baby bekommen, es ist hart. Es tut weh, ihr wisst gar nicht wie sehr, verdeutlichte er die Intensität seiner Schmerzen im Interview mit Sport 1 und verdeutlichte sein Leiden mit einer anschaulichen Beschreibung, es ist als würde ich ein Baby kriegen. Anzeige, Tickets für das große Public Viewing in Essen gibt es hier, dass sich die Rückenprobleme auch auf sein Spiel auswirken, ist dabei kaum von der Hand zu weisen. Zwar gelang ihm im bisherigen Turnierverlauf bereits 28 Mal die perfekte Aufnahme von 180 Punkten, dennoch konnte er in keinem dieser Matches einen 3-Dart-Average von über 100 Punkten spielen. Anderson gibt sich kämpferisch, das war mein Lieblingsturnier. Ich komme normalerweise hierher und spiele gut. Ich spiele immer Averages von über 100 Punkten. Jetzt habe ich 3 Spiele ohne 100er Schnitt gemacht, zeigte er sich dementsprechend enttäuscht. Klar ist jedenfalls, dass Anderson sich beim Scoring noch steigern muss, will er in einem möglichen Halbfinale gegen Michael van Gerwen, der bei seinem Sieg gegen Adrian Lewis zuletzt mit im Schnitt 108 Punkten pro Aufnahme für Aufsehen sorgte, eine Chance haben. Doch trotz alledem will sich der Flying Scotsman weiter durchbeißen und seine Chance auf den dritten Weltmeistertitel nach 2015 und 2016 wahren. Ich bin ein hartnäckiger Mensch. Der Schmerz wird mich eines Tages schlagen, aber er wird mich nicht in den nächsten Tagen schlagen, gibt er sich kämpferisch. Holen Sie sich die Sport 1 der ZEP. Livestream, Turnierbaum, News, Videos. Live-Ticker, alles zur Darts-WM 2019. Der heutige Spielplan der PDC Darts-WM 2019, Nachmittagssession ab 13.30 Uhr live im TV auf Sport 1, 13.30 Uhr, Nathan Aspinall, Brendan Dolan im Live-Ticker, Dave Chisnell, Gary Anderson im Live-Ticker, Abendsession ab 20 Uhr live im TV auf Sport 1, 20 Uhr, Luke Humphries, Michael Smith im Live-Ticker, Michael van Gerwen, Ryan Joyce im Live-Ticker, Service. Hier zum kompletten Spielplan der Darts-WM 2019.